Herzlich willkommen in Bautzen, der tausendjährigen Stadt mit ihren vielen Türmen und alten Baudenkmälern. Hier oben auf den Reichenturm hat man einen malerischen Blick über die Stadt. Der Turm steht jetzt schon 500 Jahre, was der wohl alles erlebt hat. Da gibt es schöne und nicht so schöne Ereignisse, aber auch schreckliche wie die um den 9. November 1938. Der Schulweg eines kleinen Jungen der ersten Klasse ging hier am Fuße des Reichenturmes vorbei. Was Richard an diesem Tag sah, kann er ein Leben lang nicht vergessen. Heute, nach 70 Jahren, erinnert er sich an jenen schrecklichen Tag. Vor Museum und Sparkasse Bautzen war eine Holztribüne aufgebaut. Und auf der Holztribüne standen Männer, Frauen und Kinder, darunter auch Spielkameraden meiner älteren Geschwister. Manche von den Menschen hatten Schilder um den Hals gehängt, auf denen stand das Gleiche, was sie im Sprechchor gezwungen wurden zu rufen. Und was mussten sie rufen? Sie mussten rufen: Judas verrecke, Deutschland erwache. Und immer wieder: Judas verrecke, Deutschland erwache. Und dazu mussten sie Kniebeugen machen. Und zwischen den Reihen dieser gepeinigten Menschen liefen SA-Leute in Uniform oder auch in Lederjacken, rauchend, spuckend, lustig Peitschen knallend. Und mit ihren Peitschen haben sie dann die Männer, die Frauen, die Kinder auch des Öfteren geschlagen, wenn etwa jemand aus dem Takt kam und nicht gleichzeitig während des Rufens dieser Nazi-Parolen die befohlenen Kniebeugen machen konnte, sondern umkippte. Kennen Sie das weltbekannte Tagebuch der Anne Frank? Sie und ihre Familie mussten sich in einem Hinterhaus verstecken. Eine ähnliche Geschichte spielte sich Anfang der 40er Jahre auch hier in Bautzen vor unserer Haustür ab. Dies sind zwei Selbstbildnisse des jüdischen Malers Rolf Friedmann. Er versteckte sich vom Frühjahr bis zum Herbst 1944 auf dem Boden des heutigen Finanzamtes. Seine arische Frau Hanni war vorsichtig genug, ihn nie zu besuchen. Deshalb beauftragte sie Richard, dem Maler zweimal pro Woche das Essen zu bringen. Das Kind der ersten Klasse, welcher die Ereignisse der Reichspogromnacht mit ansehen musste, ist inzwischen 12 Jahre alt. Als die mich gebeten hatte, ihrem Mann in sein Versteck auf dem Dachboden der alten Kaserne wenigstens zweimal in der Woche Nahrung zu bringen und sonst zu tun, was gut für ihn wäre, so hat sie sich ausgedrückt. Richard ging als Essensbote an den Wachen vorbei und mit den Exkrementen im Gepäck wieder abwärts. Für ihn war es nur wie ein Räuber- und Gendarmenspiel, denn niemand durfte das Versteck entdecken. Erst viel später wurde dem Mann die gefährliche Situation bewusst, in der er und seine Familie sich damals befanden. Alles ging gut. Während der Reichspogromnacht wurden die jüdischen Familien durch Bautzen getrieben und gedemütigt. Ihre Wohnungen, Geschäfte und die Betstube in der Töpferstraße 35 wurden zum Teil verwüstet. Mit diesem Ereignis endeten in Bautzen das öffentliche jüdische Leben und die Existenz der israelitischen Religionsgemeinschaft. Die seit 1933 von den Nationalsozialisten massiv betriebene Ausgrenzung führte 1938 zur Abschiebung. Die Stadtverwaltung berichtet von 47 Bautzner Juden, die seit 1942 in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Nur drei von ihnen überlebten den nationalsozialistischen Holocaust. Einer davon war Isidor Nussenbaum. Zur Zeit der Deportation war er 15 Jahre alt und schrieb später seinen ergreifenden Erinnerungsbericht. Dem Tode nahe wurde er gerade noch gerettet. Anlässlich einer Gedenkveranstaltung stellten die Schüler des sorbischen Gymnasiums Bautzen seinen Bericht vor. Nussenbaum kam nach der Befreiung noch einmal nach Bautzen zurück. Ein Heimatgefühl stellte sich hier jedoch nicht mehr ein. Dort fand er nur noch eine Nachbarin vor, die ihm einen Brief von seinem Bruder übergab. Isidor Nussenbaum lebt heute in Amerika, wohin er im Juni 1948 seinen beiden Brüdern folgte. Ihnen war es schon vor dem Krieg gelungen, in die USA zu emigrieren. Die Stadt Bautzen möchte mit einer Ausstellung in der Stadtbibliothek an das Schicksal der Juden erinnern. Einige Verwandte und Nachfahren der drei Überlebenden kamen zur Eröffnung der Ausstellung zu Hause in Bautzen. Es war was Unmenschliches und das Einzige, was ich sagen kann, sowas darf nie wieder passieren. Ich diskutiere nicht, wenn einer ein Krimineller ist, ist er verhaftet und alle. Aber Menschen, die nichts getan haben und Kinder, die nichts getan haben, ja, woraufhin? Nicht? Das darf doch nicht mehr passieren. Im Kampf gegen das Vergessen hält es Oberbürgermeister Christian Schramm für wichtig, Taten sprechen zu lassen. Deshalb ließ er Stolpersteine vor den jüdischen Haustüren verlegen. Jede jüdische Person erhielt ihren eigenen Stein. Er zeigt Name und Schicksal an. Pastor Gerhard Löhnert sieht das noch tiefgründiger.
Und die Bibel redet viel darüber, dass die Söhne der Väter Schuld mittragen. Und das können wir nie einfach durch Schweigen wegmachen. Viele Probleme der Jetztzeit fußen darin, dass wir noch nicht die Dinge ans Licht gebracht haben und noch nicht um Vergebung gebeten haben. Gott kann uns nicht vergeben, wenn wir nicht darum bitten. Die Töchter des Überlebenden Ari Grossmann waren extra aus Israel angereist. Was fühlen Sie denn an so einem Tag wie heute? Ich hatte mal geschrieben bei Yom Kippur, Hayom. Wir sind sehr, sehr froh, eine Einladung für die Stadt bekommen zu haben. Das ist nicht nur für unsere Vater und Ältere, aber auch für die Kinder und die Enkelkinder, dass sie auch dabei sein können. Es ist ganz wichtig, dass die Stadt dann versucht, die Dinge dann irgendwie zu klären nach so vielen Jahren. Und wir sind sehr froh, auch zu sehen, dass für die Kinder, sie kriegen eine Ausbildung bezüglich, wie man dann mit diesen schlechten Zeiten dann umgehen soll. Und sie lernen genau, was wir in Israel dann auch lernen, bezüglich, was unsere Familie dann passiert ist. Und wir freuen uns, dass nur mit diesen Mitteln können wir dann eine künftige Lösung für unsere Intoleranz da finden. Leider gibt es immer noch hin und wieder Nazischmierereien. Die Ausstellung in Bautzen trägt dazu bei, den Holocaust für die heutigen Generationen unvergessen zu machen. Einer, der sich heute für die Juden einsetzt, ist Alex Jakubowitz, Vorsitzender des Förderkreises der jüdischen Gemeinde Görlitz. Meine Aufgabe, wenn überhaupt, ist zu ermöglichen, dass eine jüdische Gemeinde für sich wählen können, in welche Richtung sie ihr jüdisches Leben und Kultur weitersetzen wollen. Dafür, sie brauchen ein Haus. Ein Haus nicht nur um Gebet oder Ausbildung, sondern wo man sich dann unter einer Gruppe fühlt, sich dann zu Hause, wo die hebräische Sprache dann betont werden kann, wo Leute in der jüdischen Geschichte sich wohlfühlen und nicht nur eine ausbegrenzte Minderheit. Damals brannte auch diese Synagoge, wurde jedoch rechtzeitig gelöscht. Damit hielt sie als einzige dem Feuersturm der Reichspogromnacht in Sachsen stand. Am 9. November wurde sie teilweise wieder eröffnet. Nach dem Willen der Stadt, der heutigen Eigentümerin, soll sie nun als Kultur- und Begegnungszentrum genutzt werden. Im Herzen der jüdischen Gemeindemitglieder ist es immer noch die Synagoge.